Commander Brixey. Die Zeit ist gekommen. Es gibt neue Blindboxen. Ich sehe bestimmt super furchteinflößend aus hier vor dem richtig bunten Lego-Regal. Der 1. September ist da und mit ihm ein Haufen an unglaublich coolen neuen Sets. Unter anderem natürlich mit dabei, aber nicht limitiert drauf, die neue Marvel-Minifiguren-Serie 2 mit 36 Figuren pro Kasten und 12 Minifiguren zum Sammeln. Das Ganze kostet wieder 3,99 € pro Stück und kommt zum ersten Mal, ihr habt es ja mitbekommen, in Boxen statt in Beuteln. Und das hat die Community natürlich aufgeregt, weil man sie nicht mehr erfüllen kann. Und das ist auch ziemlich doof. Jetzt gibt es aber natürlich schon wieder eine neue Methode, nämlich das Wiegen. Und dafür habe ich eine Waage hier. Allerdings nicht diese hier, weil, wie ihr seht, die kann tatsächlich nur 2 Stellen hinter dem Komma. Seht ihr nicht, aber sie sollte 2 Stellen hinter dem Komma anzeigen. Und deswegen bin ich extra auf Amazon gegangen und habe mir dieses wunderbare Stück geholt. Das ist nämlich eine Präzisionswaage und die zeigt einem 3 Stellen hinter dem Komma an. Die sieht so aus, kann man wunderbar auch mit in den Laden nehmen, nur mal als Tipp für euch. Kostet, glaube ich, um die 20 € oder so, ist wirklich nicht teuer. Ich verlinke euch die natürlich gerne unten. Und wir wollen heute natürlich einmal rausfinden, ob das Teil sein Geld wert ist, beziehungsweise ob es natürlich möglich ist, mit so einer Waage im Laden zu stehen und diese Päckchen zu erfüllen. Erstmal natürlich wollen wir auch einen Blick reinwerfen. Klar, es ist eine neue Minifiguren-Serie und wir wollen natürlich auch rausfinden, wie die so von innen aussieht, etc. und so weiter und so fort. Aber ich möchte natürlich auch wissen, kann ich meine Lieblingsfigur aus dieser Serie im Laden erfüllen, wenn ich eine Waage mit dabei habe. Und der liebe Jace Brick Blog, der hat auf seiner Website ein kleines Bild veröffentlicht, das blende ich euch hier einmal ein. Und dieses Bild, das zeigt eben die genauen Grammzahlen. Er hat die Minifiguren irgendwie schon vor 2 Wochen bekommen und hat eben diese ganzen Sachen ausgemessen und das sollen wohl die korrekten Grammzahlen sein. Aber ihr seht schon, das Ganze ist auf eine Nachkommastelle begrenzt, das heißt, wir müssen manchmal richtig aufpassen, was wir da wiegen und wo diese Minifigur dann einzuordnen ist. Zusätzlich muss ich dazu sagen, dass natürlich auch hier drin der Kleber manchmal unterschiedlich viel wiegt, weil unterschiedlich viel reingepackt wird. Das heißt, auch da können sich Milligrammzahlen ändern. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich hier vielleicht so eine von diesen Präzisionswagen anschafft, um zu gucken, wie es dann eben so genau wie möglich sein kann. Der liebe Ashenflash auf YouTube hat auch diese Liste von Jace Brickblock schon mal getestet und hat selber gesagt, dass die eben sehr akkurat ist. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute eben ja die Möglichkeit haben, hier so wenig Minifiguren zu öffnen wie möglich, weil das ist eben genau mein Punkt. Ich möchte versuchen, die komplette Serie von 12 Figuren mit so wenig geöffneten Packs wie möglich zusammenzubekommen. Das heißt eben, wenn ich eine Figur hier schon habe, dann gucke ich mal, ob das irgendwie so hinhaut, mache mir ein kleines Häkchen und schaue einmal, dass ich die nicht noch einmal auspacke. Wenn ich die also nochmal in diesem Kasten finde, dann packe ich die einfach zur Seite und gucke dann einfach mal, wie es ausschaut. Also es wird wahrscheinlich passieren, dass wir hier ein paar Figuren doppelt rauspacken, aber ich versuche das eben auf ein absolutes Minimum zu begrenzen. Es gibt übrigens noch ein paar Sachen, die der Jace Brickblock noch in seinem Blog geschrieben hat. Und zwar haben ja einige Leute gesagt, zum einen, man könnte das hier unten an diesen kleinen Codes hier merken und das kann ich an dieser Stelle gleich mal debunken. Ich habe nämlich schon einmal ein bisschen getestet und er hat das aber auch selber gesagt. Die Codes, die sagen absolut nichts aus. Das obere ist nur das Produktionsdatum. Es kann sein, dass die manchmal sich unterscheiden, wenn es unterschiedliche Figuren sind. Es kann aber auch sein, dass es die gleiche Figur ist und die zu einem anderen Zeitpunkt hergestellt wurde. Also die sagt absolut nichts aus und die Zeile darunter, die sagt eigentlich auch nichts aus. Die Zahlen sind immer unterschiedlich und da hat bisher noch keiner rausgefunden, was die genau bedeuten. Auch bei den gleichen Figuren ist es eine andere Nummer, die hier drauf steht und bisher hat da keiner genau sagen können, welche Figur jetzt wo dahinter steckt. Eine weitere Methode, die bei den letzten Minifiguren-Displays immer funktioniert hat, war, dass man geguckt hat, wo an welchem Platz die Minifigur in der Box ist. Das ist hier leider auch nicht mehr möglich. Zum einen, weil alles komplett random ist, aber zum anderen auch, weil es 2 Lagen gibt und man jetzt nicht mehr sagen kann, hey, die eine Seite ist jetzt die eine Figur und dann gibt es hier 3 hintereinander und dann die andere Seite ist die andere. Es gibt einfach 2 Lagen übereinander. Das ist das erste Mal, dass das passiert und rein aus diesem Grund kann man einfach nicht sagen, wo welche Minifigur in welcher Reihenfolge ist und dann sind die auch noch komplett durcheinander. Ich habe ein paar Unboxings gesehen, die waren nie gleich. Deswegen würde ich sagen, man kann darauf eben auch nicht vertrauen. Bevor wir anfangen, natürlich nochmal eben kurz einen Blick auf das Display selbst. Ich finde das absolut schön gelöst. Wir haben hier vorne einmal die komplette Minifiguren-Serie mit 12 to collect mit einem kleinen Häkchen und natürlich Serie 2 der Marvel Studios. Auf der Seite hier ist She-Hulk abgebildet. Ich finde das absolut cool, dass die hier eben so riesig abgebildet ist. Auf der anderen Seite haben wir noch einmal die paar Figuren, die auf der Vorderseite auch schon waren und auf der anderen Seite ist Wolverine mit einem Part von dem Karton,
mit einem Part von dem Umkarton, den man eben rausdrücken musste, um die Box hier rauszubekommen. Und damit würde ich auch sagen, beginnen wir auch schon mit der ersten Figur. Und so wie das Ganze jetzt funktionieren wird, ist, ich packe hier meine kleine Waage hin. Ich habe jetzt nochmal eine zweite Kamera aufgestellt, sodass, wenn wir hier einmal auf Andrücken, wir auch tatsächlich den korrekten Wert sehen. Das ist in dem Fall hoffentlich 0, was da momentan drauf ist. Und dann können wir einfach mal die erste Minifigur nehmen. Und wenn ich die jetzt hier raufstelle, dann seht ihr, dass die erste Minifigur genau 19,073 Gramm wiegt. Und wenn wir uns dieses Sheet einmal zu Hilfe nehmen und da einmal gucken, was denn 19,073 so sein könnte, das wäre entweder die 19,0 oder die 19,1. So nah sind sie eben aneinander und deswegen ist es umso wichtiger eben zu sehen, dass man nicht nur eine Stelle hinter dem Komma hat oder nicht nur zwei, sondern vielleicht eben drei. In dem Fall sind es 19,073. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Wolverine hier drin und ich bin mal sehr gespannt. Ich werde dieses Päckchen jetzt einfach mal öffnen. Das ist ja auch mein erstes Päckchen, was wir hier öffnen. Und wenn das Ding hier stimmt, dann müsste das eben Wolverine sein. Wenn nicht, dann müssen wir uns vielleicht doch nochmal eine andere Methode raussuchen. Und es ist, oh, ich glaub's nicht, es ist tatsächlich Wolverine. Die Liste scheint korrekt zu sein. Hier übrigens natürlich nochmal eben kurz die Box im Detail und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist nicht besonders spannend. Man muss wirklich hier so die Außenseite aufreißen. Das kann man auf der anderen Seite eben auch machen, egal wo. Hauptsache aufreißen und das finde ich ein bisschen schade. Die gehen nämlich ganz schön kaputt und man kriegt sie nicht mehr so schön einfach zugemacht, außer dass man hier wieder Kleber ranpackt. Ist sehr schade, aber natürlich, es ist zum Öffnen gedacht und das werden wir auch damit tun. Ein Blick auf den Sammlerzettel, der wieder so klein gefaltet ist, dass Ich glaub's nicht. Ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, man muss Abitur haben dafür. Mittlerweile muss man schon studiert haben, damit man den öffnen kann oder zumindest um den wieder zusammenfalten zu können. Und hier vorne haben wir natürlich alle unsere 12 Charaktere drauf und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind ein Haufen an sehr, sehr coolen dabei. Mein Favorit ist auf jeden Fall zum einen Agatha, die finde ich einfach richtig klasse. Storm ist richtig gut geworden. Wolverine natürlich auch, ich mag sie. Und was haben wir da noch? Ich glaube, den Moon Knight, den finde ich auch klasse und natürlich hier Hawkeye. Also die Serie ist schon vollgespickt mit sehr, sehr guten Figuren. Ein paar davon mag ich auch nicht ganz so gerne, wie zum Beispiel hier der Mr. Knight, und Beast. Das sind jetzt nicht so meine Favoriten, aber ein paar davon sind einfach absolut genial. Und die Rückseite zeigt uns natürlich nochmal ein paar Figuren, die wir dir dann eben zusammensetzen können. Zum Beispiel Storm, die hat anscheinend auch noch so ein kleines Unterteil mit dabei. Und der Beast, der hat noch ein paar Kleinteile, also ein kleines Mikroskop oder so soll das sein. Und dann eine Tasse natürlich. Also bei ihm sind sehr viele Kleinteile drin. Das wird später auch noch interessant. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir die nächste Figur auf. Ich werde hier natürlich noch ein Review von den Figuren machen, aber fürs Erste lassen wir es einfach bei dem Unboxing, weil ich natürlich hauptsächlich gespannt bin, ob ich heute alle von den 12 Figuren in so wenig Packs wie möglich hier rauskriegen kann. So, Wolverine haben wir schon mal. Ich bin sehr gespannt, wie viele Figurenpacks es braucht, bis wir tatsächlich eben alle Figuren rausgefunden haben. Wir haben die 21,804 und unser Zettel sagt uns 21,804. Da haben wir eigentlich nur die 21,9, also Agatha Harkness, die hier drin sein könnte. Und alles andere weicht eben so weit ab, dass das hier eben wirklich nur die Figur sein kann. Und ich würde sagen, wir machen auch das Pack natürlich einmal auf. Ich habe es komplett kaputt gemacht. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Und wir gucken einmal rein. Ist es Agatha? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Cape-Teil. Das haben wir auch schon mal gehabt, aber das ist ja sehr, sehr niedlich hier von der Größe. Muss ich mir gleich reingucken. Und die Figur ist... Es ist Agatha. Ich glaub's ja nicht. Und auch wenn ich gesagt habe, ich möchte keine Figuren im Detail zeigen, sie sieht ja mal unglaublich cool aus. Sie war auch die Figur, die ich am meisten vermisst habe an der letzten Marvel-Serie. Oh, dieses zweite Gesicht. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wartet auf das Review von den Figuren. Ich freue mich schon mega drauf. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir uns an die nächste Figur. Und was ich ja eben noch nicht erwähnt habe, ist, wenn ich tatsächlich eine Figur hier drin eben vom Gewicht her doppelt haben sollte, dann mache ich die auch nicht auf. Oder beziehungsweise, wenn sie nah genug dran ist, dann mache ich sie nicht auf. Wenn ich wirklich so im Tie bin, dann passt das nicht. Hier haben wir jetzt eine Figur mit 21,714. Das wäre wieder die 21,9 als nächstes. Das heißt, das hier wäre eben auch Agatha Harkness. Und deswegen überspringe ich die Figur einfach mal. Ich lasse die mal an der gleichen Stelle hier, dann wissen wir, dass ich die Figur eben schon hatte. Ich packe hier mal die nächste drauf. Wir haben hier 19,129. Und 19,129 kommt entweder an die 19,1 ran. Ich glaube aber, es gibt keine 19,2. Also 19,1 wäre das Richtige und das wäre wieder Wolverine. Das heißt, wir hätten eben zweimal die Figuren, die wir eben schon hatten, noch einmal dahinter. Das würde natürlich auch Sinn machen, muss ich sagen. Deswegen, ich packe jetzt einfach mal
mal die nächste hier rauf und wir gucken mal, was das denn so sein kann. Ich bin gespannt, vielleicht habe ich am Ende auch völlig daneben gelegen. Wir haben 19,106, das müsste wieder Wolverine sein, jetzt glaube ich es aber nicht. Jetzt machen wir die nächste rauf, wenn das jetzt wieder Agatha ist hier. Wir haben 17,428, das ist definitiv was anderes. 17,4 gibt es auf jeden Fall irgendwo. 17,8, 17,428, genau 17,4, das müsste Echo sein nach der Liste. Und auch hier bin ich natürlich sehr gespannt, ob das drin ist, was tatsächlich draufsteht. Ihr merkt hier, ich bin genauso gespannt wie ihr und wir gucken auch hier natürlich einmal rein. Und das wäre jetzt der Wahnsinn. Das ist Echo und ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier werde ich euch die Figur gleich mal eben ganz kurz zeigen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, liegt einfach an dem Beinteil, weil sie das noch nie gemacht haben. Das ist eine Prothese und die sieht so fantastisch aus. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das ist ja der Wahnsinn. Das hat man auf den ersten Bildern irgendwie gar nicht so richtig erkannt und ich wusste das bis vor ein paar Tagen gar nicht, dass die überhaupt eine Prothese hat hier als Lego-Teil. Das sieht ja wahnsinnig cool aus, vor allem, wenn man da durchgucken kann. Das ist ja der Wahnsinn. Also die Figur, die feiere ich auch noch zusätzlich zu meinen anderen Lieblingsfiguren. So, 3 von 3, die unterschiedlich sein sollten, waren auch tatsächlich unterschiedlich und ich nehme mal die nächste Figur und da haben wir jetzt das Gewicht von 21,774. Das wäre ja tatsächlich wieder Agatha, deswegen packe ich die auch einmal nach vorne. Wir nehmen uns die nächste und gucken da einmal rauf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig zuzuschauen, aber für mich einfach mega spannend, hier zu sehen, wie sich das Ganze gerade entwickelt. Wir haben 19,741. Also 19,0 kommt schon mal nicht hin. 19,6 könnte das nächste sein. 19,4 gibt es oder 19,6 und wir haben 19,741. Das heißt, möglicherweise haben wir hier Storm drin, die einfach ein bisschen mehr Kleber abbekommen hat. Und auch hier wollen wir das Ganze natürlich einmal nachprüfen und schauen, ob es akkurat ist. Ihr seht natürlich, es kann manchmal eben ein bisschen mehr Kleber drin sein und das wird das auch ein bisschen durcheinander bringen. Aber lasst euch davon nicht komplett durcheinander bringen, das wird es nur dann ein wenig, wenn eben so manche Sachen komplett nah aneinander sind. Aber in dem Fall haben wir tatsächlich Storm drin, schon wieder mit so einem kleinen Pamphlet mit dem Umhang wahrscheinlich. Ich habe die Kamera mal wieder nach oben gepackt, damit ihr genau seht, wo im Kasten ich denn so gerade angekommen bin. Und ich würde sagen, wir nehmen die nächste Minifigur und stellen sie hier rauf und gucken einmal, was die Grammzahl so sagt. In dem Fall sind wir bei 17,492. Und wir haben jetzt 4 von 4 Figuren gehabt, ohne eine weitere doppelte auszupacken. Und ich muss aber auch dazu sagen, wir sind noch nicht bei den ganz schwierigen angekommen. Zum Beispiel bei She-Hulk und Beast, die sich einfach eine Grammzahl teilen. Also das wird gleich auch noch interessant. Da gibt es aber eine Methode, das rauszufinden. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir da dann angekommen sind. Wir haben jetzt 17,492, also 17,5. Und das wäre am nächsten dran an... Ich glaube, den 17,3 müssten das sein. Also 17,492, also 14... Ah, vorbei, also das 17,8 könnte sein. 17,4, wir haben sogar 17,4. Das wäre jetzt mein Fehler, also da hätten wir wieder Echo drin. Deswegen packe ich die Figur auch einmal weg und wir schauen mal, ob wir vielleicht irgendwie am Ende eine Figur haben, die dann doch noch ausgepackt werden müsste. Die nächste kommt drauf und das hat wieder ein Gewicht von 17,52. Das wäre jetzt auch wieder 17,4 bzw. 17,5. Ah, es gibt auch keins, was nah genug dran ist, deswegen würde ich die auch einfach mal wegpacken. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier keine drin haben, die irgendwie ein bisschen drüber oder ein bisschen weniger wiegt, sodass wir dann eben so fälschliche Ergebnisse haben. Die nächste Figur hat 19,801. Das ist akkurat, weil wir haben, glaube ich, sogar eine, die 19,8 wiegt und das ist... Nee, haben wir nicht. Wir haben 19,6 und das ist Storm. Ja, und da wir die auch natürlich schon hatten, packe ich auch die Figur einmal hin. Ich bin gespannt. Es scheint so zu sein, dass wir eben in der ersten Reihe die gleichen 6 Figuren immer wieder haben. Das heißt, hier fehlen eben noch 2 Figuren für die obere Reihe und dann nehmen wir alle weg und gucken uns die untere an. Hier haben wir jetzt ein Gewicht von 19,845 und das wäre wahrscheinlich jetzt wieder Storm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt natürlich auch schon ganz schön nah dran an den 20. Und wir haben auch eins mit 20,9, aber nichts, was irgendwie näher dran ist. Das heißt, das macht keinen Unterschied. Deswegen 19,6, das müsste das nächste sein, was jetzt an dieser Figur dran ist. Das heißt, auch die nehme ich natürlich einmal weg und wir machen mit dem nächsten weiter und die sind ganz schön weit hinten. Diese Boxen sind riesig. Wir machen die nächste einmal rauf und gucken einmal hin. Es sind 18,007. Und da ist ein Punkt. Wir haben hier Hawkeye mit 18,0. Ich dachte gerade, das wäre die 19,0. Also beim nächsten wird es dann sehr interessant. Hier haben wir jetzt eben 18,3, was das nächste wäre. Und jetzt hier halt 18,0. Das heißt, das hier ist ziemlich sicher Hawkeye, wenn die Liste dann auch tatsächlich stimmt. Und auch hier werde ich natürlich einmal kurz meine Reiß-Skills zu Hilfe nehmen. Und wir haben diesmal gar keinen Moritz oder gar keinen Hans mit dabei, die uns hier die Packungen öffnen müssen. Oder keine Schere namens Susi. Und ich glaube es nicht. Die Methode funktioniert tatsächlich. Wir haben
nämlich wirklich Hawkeye drin. Das ist ja der Wahnsinn. Ich freue mich. Oh mein Gott, ist die süß. Das ist nämlich die kleine Mini-Eule. Wow, davon brauche ich unbedingt noch ein paar. Und weil ich es eben völlig verpennt habe, habe ich hier einmal ganz kurz so ein paar Haken gemacht, wo ich wirklich confirmen kann oder bestätigen kann, dass die Zahlen auch richtig sind und auch wirklich so funktionieren. Und ich würde sagen, wir nehmen uns das nächste Pack und gucken einmal hin, wenn es jetzt wieder eine ist, die ich schon hatte. 20,786. Und das kommt ja sehr nah dran an die 21. 20,786. Moment, 786. Das müssten 20,9 sein. Kate Bishop, die haben wir tatsächlich noch nicht. Und es könnte vielleicht die sechste Figur hier sein. Wir packen einmal aus. Ist es Kate Bishop? Das wäre natürlich der Wahnsinn. Und ich würde mich mega freuen, aber wir gucken natürlich einmal rein. Ich glaube es ja nicht. Es ist tatsächlich Kate Bishop. Wie kann man denn so viel Glück haben, mein Gott? Was uns jetzt natürlich passieren kann, wir haben noch 4 Packs hier hinten im Kasten drin, dass wir auch wirklich nur diese 6 Charaktere noch dabei haben. Manche hatten wir ja schon 3-mal drin, aber manche eben auch nicht. Deswegen, wir gucken einmal auf die Scale. Wir haben jetzt 18,035 und 18,0 wäre dann eben Hawkeye wieder. Das heißt, auch die Figur kommt einmal wieder hier oben hin. Dann haben wir noch einmal die nächste Figur. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch 3 Figuren, die wir wiegen können. Das sind 20,72. Das wären entweder wieder die 20,9 müsste es sein, Kate Bishop. Und deswegen kommt die hier jetzt einfach auch mal wieder hier hinten hin. Wir haben noch 2 Packs, die nehme ich auch einfach mal eben so raus und wir schauen uns die nacheinander an. Ich nehme nicht an, dass wir hier unterschiedliche Figuren haben werden. Hier haben wir dann einmal die 19,04. Moment, das ist eine neue Figur, das gibt's ja gar nicht. Also 19,0, das ist nämlich entweder Beast oder She-Hulk. Und damit sind wir bei einem Dilemma angekommen. Es gibt nämlich verschiedene Figuren mit dem gleichen Gewicht. Und das sind auch tatsächlich nur die beiden, nämlich She-Hulk und eben Beast. Und wie man das Ganze rausfinden kann, da sehen wir uns jetzt noch einmal kurz den Sammlerzettel an. Denn Beast hat deutlich mehr kleine Teile und She-Hulk hat das eben nicht. Wir haben hier nur große Teile, so ein Teil hier mit dabei und dann eben die Figurenparts und dann eben unser Beast. Und da hat man mehr kleine Einzelsteine drin. Das heißt, wenn das eben etwas dumpfer klingt, dann müsste das dann einmal schütteln. Wenn das etwas dumpfer klingt, dann ist es eben ja die She-Hulk und wenn es eben etwas klein, klirriger klingt, dann ist es Beast. Und ich werde das jetzt einfach mal machen. Ich versuche das so nah wie möglich am Mikrofon zu tun. Da sind zwar Einzelsteine drin, wir dürfen aber auch nicht vergessen, jede Figur hat auch tatsächlich so einen kleinen Jumper und vor allem auch diese beiden Dinger hier mit dabei. Deswegen würde ich jetzt mal schätzen, vom Sound her, dass das nicht der Beast ist, sondern dass wir hier tatsächlich She-Hulk mit dabei haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, falls ich jetzt hier tatsächlich Beast auspacke, dann muss ich noch mal ein bisschen üben vom Hören her. Aber ich glaube, dass ich damit vielleicht recht haben könnte. Wir gucken natürlich einmal rein und es ist, wer ist es? Nein, es ist tatsächlich Beast. Okay, ich muss noch mal ein bisschen üben. Also Beast haben wir hier mit drin. So klingt dann anscheinend auch Beast. Aber wie gesagt, da müsst ihr höllisch bei aufpassen, weil die Figuren sich eben super, super ähnlich sind. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zur letzten Figur aus der oberen Reihe. Dann muss ich erstmal das komplette Ding hier freiräumen. Wir haben ein Gewicht von 18,038. Und jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir natürlich die andere Figur. Ach ne, 18,0. Ich dachte gerade, das wäre eben 19,0. 18,0 ist Hawkeye und die Figur, die hatten wir schon. Deswegen kann die getrost einfach zurück in den Kasten. So, ich habe das ganze Ding einmal freigeräumt und wie wir sehen, ist dazwischen tatsächlich eine kleine weiße Papplage, damit die sich irgendwie nicht ineinander verkeilen. Die sieht auch ganz normal aus. Ist natürlich jetzt ein offizielles Lego-Teil mit tatsächlich einer eigenen Nummer drauf. Ich weiß nicht genau, was die bedeutet. Wenn ihr davon irgendwie Bescheid wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zur zweiten Lage, die man wirklich, wirklich schlecht erreichen kann, weil die einfach komplett weit unten im Kasten drin ist und man hier schon fast irgendwie Storm den Kopf einreißt, wenn man das eben macht. Hier unten sind die Boxen auch so ein bisschen eingedrückter als oben. Ich weiß nicht, ob das einen bestimmten Grund hat. Wir machen einfach mal mit der nächsten weiter. Und die hat ein Gewicht von 19,016 oder 18 Gramm. Und das ist ziemlich niedrig und damit sind wir jetzt wieder beim Dilemma angekommen, nämlich entweder Beast oder She-Hulk. Und die beiden haben eben die gleiche Zahl auf diesem Sheet und deswegen müssen wir einmal gucken, wie hört sich das an und hat das vielleicht einen anderen Sound als den wir eben gehört haben. Das hier könnte auch die erste Figur sein, die ich eben doppelt auspacke, weil es eben auch Beast sein könnte. Und wir hören einmal, also wenn ich das jetzt mal vergleichen müsste, dann hört sich das für mich genauso an wie Beast da hinten. Deswegen mache ich das einfach mal jetzt nicht auf und stelle es einfach mal zur Seite. Und wir gucken einmal. Ich packe das in eine extra Sektion, wo wir nur 19,0er drin haben. Und wenn die eben alle unterschiedlich klingen, ich nehme jetzt mal die nächste Figur. Vielleicht haben wir jetzt hier auch schon die nächste. Aber ich glaube, doch nee, 18,921.
Vielleicht ist auch da das Ding. Vielleicht gibt es ja eine, die ein bisschen weniger gewogen hat. Das konnte er mit seiner Waage aber nicht wiegen, weil er nur eine Stelle hinter dem Komma hatte. Und deswegen haben wir hier 19,0 bei beiden. Und hier haben wir jetzt eben 18,921, also etwas, was wirklich sehr nah dran ist. Und einen 18,9er haben wir nicht. Das heißt, es ist jetzt wirklich auch wieder ein 19,0er. Und wir hören uns jetzt mal an, wie das Ganze klingt. Ich bin ganz ehrlich, das hier klingt irgendwie mehr nach Beast als der andere Kasten. Wir hören den nochmal. Also für mich klingen die beiden einfach komplett gleich und deswegen werde ich die einfach beide mal eben zur Seite stellen und mal weiter gucken, ob wir vielleicht noch weitere finden mit einem Gewicht von 19,0, die einfach unterschiedlich klingen. Wir machen mal mit der nächsten weiter und gucken da einmal rein. Da haben wir das Gewicht von 18,175. Und 18,1, glaube ich, hatten wir schon. Was haben wir denn hier? 18,0 gibt es, genau. 18,3 haben wir und 18,0. Also Hawkeye könnte es sein mit 18,175. Das ist aber wirklich schon sehr weit entfernt. Also 175, das ist schon quasi näher an der 18,3 dran mit Mr. Knight. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir versuchen unser Glück. 18,3, das ist jetzt in dem Fall ja immer noch ein bisschen entfernt, aber es ist 18,2 zumindest und damit am nächsten dran an dem Mr. Knight mit 18,3. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf und gucken einfach mal rein. Ich hoffe jetzt, es ist keine doppelte Figur, aber nee, das ist jemand ganz anders. Moment, ist es Goliath? Aber Goliath hat doch 17,8 als Gewicht. Das ist doch was ganz anderes. Oder habe ich mich verguckt? Also ich habe die Teile nochmal reingepackt. Wir legen das nochmal eben kurz hier rauf und schauen einmal rein. Hier steht 18,177 und auf der Liste von Jace Brickblock steht 17,8. Das heißt, da werde ich jetzt einfach mal kurz eine andere Zahl draufschreiben, nämlich 18,174 und dann müsste ich darauf jetzt achten, wenn das eben eine andere Figur ist. Ich freue mich natürlich trotzdem, wir haben jetzt eine neue Figur, aber das ist schon seltsam, dass die eben jetzt komplett off war. Und auch Goliath ist einfach unglaublich cool geworden. Gucken wir uns alles im Review an. Ich muss aber sagen, am besten finde ich, dass wir hier eine zweite Ant-Man-Figur mit dabei bekommen, die wir einfach irgendwo in einen Mock packen können. Und damit würde ich sagen, machen wir auch weiter, wenn ich den Goliath hier richtig hingestellt bekomme und auch die Teile einmal unterbringe, mit der nächsten Figur. Und ich bin sehr gespannt, ob wir heute tatsächlich eben jetzt alle auspacken. Das ist bisher eine richtig gute Quote. Wir haben 8 Figuren ausgepackt von 12, ohne eine einzige doppelt zu bekommen. Wir haben hier die Grammanzahl von 18,079. Das müsste wieder 18,1 sein oder 18,0 haben wir schon Hawkeye oder 18,1 gibt es gar nicht. Also 18,0 mit Hawkeye müsste das hier dann eben sein. Stelle ich einmal wieder auf die andere Seite. Dann machen wir weiter mit der nächsten Figur und gucken auch da immer rein. Wir haben 17,408. Und da haben wir jetzt wieder ein paar Figuren, die in Frage kommen. Ich glaube, das müsste allerdings Echo sein, hier mit 17,4. Ich dachte, von Echo hätten wir schon alle gehabt, aber vielleicht hatten wir bisher nur 2 oder so. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir auf jeden Fall 2 Stück da hatten. Und dann die dritte ist es jetzt gewesen. Packen die nächste Figur rauf. Das ist 19,496. Und 19,496 könnte Moon Knight sein mit 19,4. Das würde bedeuten, eine weitere Figur für unsere Sammlung. Wir machen auch die natürlich einmal auf, wenn die jetzt stimmt. Also die Grammanzahl von 19,4. Mittlerweile haben wir ja auch eine Figur dabei gehabt, die eben nicht komplett hingehauen hat. Aber es sieht so aus, als wäre das hier tatsächlich der Moon Knight und damit eine weitere Figur, die ich hier offiziell bestätigen kann. Weiter geht's. Es fehlen uns tatsächlich nur noch 3 Figuren hier zum Auspacken. Und zwar haben wir noch nicht den Mr. Knight, den wir eben beinahe bekommen hätten, würde ich sagen. Den Werewolf by Night und She-Hulk. Also die 3 Figuren, die fehlen uns eben noch. Und die eine davon wird eben besonders spannend. Hier haben wir jetzt 17,4 wieder als Gewicht. Das hatten wir eben schon. Ich glaube, das war genau Echo. Das heißt, da hatten wir vielleicht doch schon welche. Oder wir haben Werewolf by Night und der könnte eben möglicherweise dann doch etwas sein, was auch ein unterschiedliches Gewicht hatte, weil er das nicht komplett nachprüfen konnte. Auch die Figur packe ich jetzt trotzdem einmal zur Seite und wir machen weiter mit der nächsten Figur. Und ich werde mal, also ich bin sehr gespannt, ob wir da eine Figur mit 17,3 Gramm drin haben, die dann auch tatsächlich das bedeuten kann. 19,447, das sagt auf unserer Liste eigentlich nur, was haben wir hier? 19,6 wäre Storm, die hatten wir aber schon. Der Moon Knight müsste es sein. 19,4, den hatten wir eben schon, deswegen packe ich die auch einmal zur Seite. Es bleiben noch 10 Packs, die wir auspacken können und 3 Figuren, die uns noch fehlen. Das ist eine gute Quote, das haut irgendwie hin. 17,386 und damit kommen wir jetzt natürlich zum weiteren Dilemma, nämlich 17,4 versus 17,3.
Und ich schätze jetzt einfach mal, dass er da jetzt wirklich nur die erste Kommastelle hatte und deswegen hat 17,3 angezeigt, auch wenn 17,4 richtig gewesen wäre. Deswegen packen wir das Ding einfach mal aus und hoffen, dass kein Echo drin ist, sondern wir den Werewolf by Night drin haben, der jetzt laut der Liste eben möglicherweise drin sein sollte. Und wir gucken einmal rein, die reißen immer so böse auf. Ich finde das so schade, weil die machen die Packungen hier kaputt. Und es ist tatsächlich der Werewolf by Night. Also da könnte man jetzt Glück haben. Das eine ist eben knapp über den 17,4 und das andere ist eben knapp unter den 17,4 mit 17,38 oder so. Das hier ist der Werewolf by Night. Das heißt, da werde ich gleich auch mal eben kurz die richtige Grammeinzahl eintragen. So, eingetragen ist es und damit fehlen uns nur noch zwei Figuren, nämlich einmal Mr. Knight und She-Hulk mit 19,0 Gramm und 18,3. Ich bin so gespannt, ihr glaubt es nicht. Die nächste Figur hat 19,459 oder so und deswegen haben wir hier 19,459. Müsste ja dann, was hatten wir hier noch nicht? 19, das müsste der Moon Knight schon wieder sein. Den hatten wir eben, das passt auch irgendwie, den hatten wir vorher noch nicht. Ich hole mal ein paar hier weiter vor. Die nächste Figur hat dann 19,038 und jetzt wird's spannend. Das hier könnte nämlich tatsächlich unsere She-Hulk sein. Wir hatten eben beide Figuren ja schon, die irgendwie gleich klingen, auch wie die andere von Beast. Und deswegen müsste die hier dann so ein bisschen unterschiedlich klingen. Ich rassel einmal und dann hören wir uns das gemeinsam auch natürlich im Vergleich an. Ja, und wenn ich mir das hier so im Vergleich anhöre, dann ist es nicht nur durch den Ton unterschiedlich, sondern auch so ein bisschen von dem Feeling, wie es sich anfühlt, das zu schütteln. Und da muss ich sagen, dass hier eben deutlich mehr Teile drin sind und deswegen kommt das hin, dass das eben Beast ist. Und hier fühlt man weniger Teile. Das heißt, wenn ich damit richtig liege, auch mit dem Hör- und auch dem Fühltest hier beim Schütteln, dann müsste es sich hierbei eben um She-Hulk handeln. Wir gucken natürlich einmal rein und ich öffne ganz rabiat einfach mal die Box. Ich hatte recht, natürlich, wie cool. Hier haben wir einmal She-Hulk drin und auch hier sehe ich wieder den Beinprint, der ist ja unglaublich. Unglaublich geworden. What? Also ja, ihr seht, hier sind es deutlich weniger Teile als bei Beast eben. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie hier das generische Lego City Gesicht für ihr Gesicht genommen haben. Ich finde das fantastisch. Aber der Rest der Figur ist einfach absolut wahnsinnig. Und ja, daran könnt ihr es auf jeden Fall erhören, erfühlen, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man eine Möglichkeit, oder hat man eine Möglichkeit, eben diese She-Hulk rauszufinden von dem Beast, auch wenn sie nicht ganz so einfach ist. So, 7 Packungen haben wir noch und nur noch eine einzige Figur fehlt uns. Und ich packe hier mal die weitere 7. Figur rauf. Wir haben 18,18. Es fehlt uns tatsächlich nur noch 18,3. Und 18,18 haben wir hier irgendeine, die auch nur ansatzweise nah rankommt. Nee, Hawkeye haben wir 18,0. 18,181. Da hatten wir hier tatsächlich den Goliath, Goliath, die eben ja ein bisschen nah rangekommen ist an die 18,18, was wir jetzt haben. Deswegen packe ich die Figur einmal zur Seite und wir warten wirklich drauf, dass eine Figur 18,3 on point hat oder ganz genau. Und deswegen nehmen wir einfach mal die nächste Figur. 6 haben wir ja noch und gucken einmal hin. Das ist 18,237. Ich glaub's ja nicht. Also, das hier wäre möglicherweise unsere letzte verbleibende Figur, die uns noch fehlt, wenn wir eben ganz viel Glück haben. Und ich würde sagen, wir stellen das einfach mal auf die Probe und gucken hier rein. Ist es die letzte fehlende Figur? Das wäre übrigens dann Mr. Knight, der uns noch fehlt mit 18,3 Gramm. Wir hatten jetzt 18,23 irgendwas. Und haben wir Glück? Es ist, wir kippen es einmal auf. Es ist Mr. Knight, tatsächlich. Ich glaub's kaum. Die Methode funktioniert wirklich. What? Tja, ihr Lieben, ich wage es kaum zu sagen, aber die Methode mit dem Wiegen funktioniert tatsächlich. Ich habe es jetzt selber ausgetestet und kann euch sagen, es funktioniert. Ich habe keine mehr als 12 Figuren ausgepackt, die in der Serie eben drin sind. Ich habe keine einzige doppelte und es hat nicht mal bei dem Fühlen so funktioniert, wenn ich nicht gefühlt habe. Hier in dem Fall war es eben das Wiegen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Waage ist fantastisch. Gerade mal 20 Euro oder so hat die gekostet und dafür habe ich mir einiges an Minifiguren hier erspart, die ich hätte doppelt kaufen müssen, die ich eben nicht hätte erfüllen können. Deswegen, wenn ihr noch keine habt, holt euch irgendwie so eine Feinwaage. Ich empfehle die hier natürlich, die kommt von Brefit von Amazon, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt natürlich auch irgendeine nehmen. Hauptsache, ihr geht auf natürlich, aber zum anderen, ihr habt eine Waage mit 3 Nachkommastellen, das wäre dann in dem Fall wichtig. Hier noch einmal die komplette Übersicht mit Sachen, die ich rausgefunden habe, also allen Gewichten, die ich eben korrigiert habe oder eben auch die richtig gewesen sind. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und habt eben auch die Möglichkeit,
Möglichkeit, dann im Laden etwas zu erfüllen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr ohne diese kleine Taschenwaage irgendwie aus dem Haus gehen. Und ich will ja auch dazu sagen, auch die nächsten Minifiguren-Serien werden natürlich in Boxen erscheinen. Das heißt, ihr tut sehr gut daran, auch vielleicht jetzt schon einmal eine Waage zu kaufen. Also, ich bin sehr gespannt, wie viele Leute ich dann im Lego-Store mit einer Waage treffen werde in den nächsten Tagen. Ich freue mich natürlich, dass das so geklappt hat. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, was ihr eben davon haltet, von der Idee, das Ganze zu wiegen, ob ihr denkt, dass das wirklich akkurat sein kann. Vor allem eben in Fällen wie She-Hulk und Beast, die eben das komplett gleiche wiegen. Wie gesagt, ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Schaut euch natürlich auch gerne das letzte Video an. Das habe ich euch hier einmal auf der Endcard verlinkt. Und ansonsten danke ich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.